Mensch, guten Morgen. Jetzt sind wir live Freitag, kurz nach um 8:30 wieder auf Sendung. Heute mit wichtigen Themen rund um die Wirtschaft. Zunächst auch bei den Währungen Euro, US-Dollar. Wir schauen auf den DAX, wir schauen auf die US-Märkte. Die Berichtssaison läuft ganz gut an. An dieser Stelle gibt es viele positive Nachrichten. Die Ausblicke sind wichtig. Das ist das, wo die Händler drauf schauen. Der Bullenmarkt schaut gut aus. Die Fed ist zuversichtlich, also viele Informationen heute. Und ich sag mal an dieser Stelle gleich mal noch aufs Like-Knöpfchen drücken und dann die Chance hier live nutzen, um entsprechend Fragen zu stellen. Das heißt, gerne einfach rein hier an dieser Stelle. Ich sehe gerade mal eben, in Zoom läuft gerade die Kamera nicht. Kurze Frage hier in Zoom rein, kann man mich denn sehen? Müsste, also laut meinen Informationen sehe ich hier nichts. Korrekt, man kann mich nicht sehen. Moment, was hier? Guck mal, jetzt geht's. Ha, Mensch, was war los in Zoom? Und wir haben keinen Ton auf Facebook. Moment, na, hier ist ja heute der Wurm drin. Also, bei mir läuft's. Ton geht raus. Moment. Alles gut. Okay. Alles klar, Katrin, ganz lieben Dank. Facebook kommt auch mit Ton durch. Holla, Mensch, so holprig heute Morgen, wird gleich besser. Zunächst der Risikohinweis. Ich bitte wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Also läuft auch hier. Und damit gehen wir zu den Nachrichten für den heutigen Tag. Und da überrascht mal wieder China mit wirklich guten Daten. Schaut euch mal das Bruttoinlandsprodukt an. Bitte nicht von der roten Zahl täuschen lassen. Da steht eine 18,3. Die Analysten hatten 19 erwartet. Huha, naja, klasse, oder? 6,5 war die vorherige Zahl. China brummt. Da brummt das Geschäft. Arbeitslosenquote geht zurück. Man rechnet laut aktuellen Daten in China in diesem Jahr mit einem Wachstum im Bruttoinlandsprodukt von 6-8%. Damit ist man in einer Range, die auch in den USA mit angenommen wird. Also die Wirtschaft geht hier ziemlich stark voran. Es erholt sich gut dort drüben in China und das sollten wir, das hatte ich diese Woche auch schon mal gemerkt, durchaus auch bei uns in Deutschland spüren, weil wir als Exportnation haben natürlich China als wichtigen Handelspartner und das wird uns helfen, wenn es dort ordentlich wächst. Dann bekommen wir heute am Vormittag den Verbraucherpreisindex hier bei uns in der EU, das Ganze um 11 Uhr. Man erwartet einen Anstieg der Preise von 0,9 auf 1,3%. In den USA gibt es am Nachmittag die Baugenehmigung. Das ist sehr, sehr wichtig, weil in den USA natürlich der Bausektor, der Immobiliensektor extrem wichtig ist. Und wir schauen nachher auch gleich mal noch aufs Beachbook. Es gibt da so ein paar Dinge, wo man ganz genau hinschauen muss, wie es beim Bau ausgeht. Denn die Preise, die ziehen teils heftig an. Dazu nachher ein paar Worte mehr. Die Uni Michigan gibt uns die Konsumentenerwartungen. Da sehen wir hier auch, dass die Analysten einen Anstieg erwarten. Hier wäre es auch positiv zu sehen, wenn hier die Zahlen auch gut werden. Ich gehe mal davon aus, dass es da keine negative Überraschung gibt, aber you never know. Wenn wir uns das Beachbook mal anschauen, das schaut schon gut aus, dass die Bürgerinnen und Bürger in den USA weiterhin sehr positiv gestimmt sind für die Zukunft. Aber naja, wir werden es sehen. Verbrauchervertrauen kriegen wir auch um 16 Uhr und heute Abend dann entsprechend der Blick auf die Big Boys in den Future-Märkten. Hier die COT-Reports für die aktuelle Woche. Das ist der, Tag mal in seiner Vorschau. Wir machen jetzt zunächst mal weiter mit den entsprechenden Trading-Ideen für den heutigen Tag. Wie schon gesagt, gerne entsprechende Wunschmärkte rein in den Markt, weil wir das natürlich hier leicht beleuchten können. Der Grund, warum ich heute nicht erst die Nachrichten auch mit durchgehe für diese Woche bzw. für die kommende Woche ist, weil ich ein paar Sachen ausführlicher besprechen möchte heute, gerade der Rückblick auf die aktuelle Woche und das zieht sich ein bisschen hin, deswegen machen wir jetzt zunächst erstmal die Handelsideen und da schalte ich entsprechend gleich mal um in die Charts, da sind wir hier beim DAX und wir nehmen die Indizes auch durch, wir gehen allerdings zunächst erstmal in den Währungsbereich auch rein und da starten wir mal so, wie ich es heute auch im aktuellen Blog-Eintrag geschrieben hatte, mit dem Währungsbereich.
Währungspaar Euro-US-Dollar hier an dieser Stelle, denn die Verortung, das hatte ich ja gestern schon avisiert, dass die mir sehr, sehr gut gefällt. Die Verortung im Euro-US-Dollar, die finde ich sehr spannend im Moment, ja. Was ich spannend finde, das sehen wir hier ziemlich schnell auf den ersten Blick. Schaut mal, wir sind verortet hier im Abwärtstrend. Das ist ganz klar zu sehen. Im großen Bild ist das der Abwärtstrend, der da ist. Ich mache gleich mal den Chart auch groß, dass den wirklich alle sehen können. So, also auch in HD sozusagen scharf unter dem Mikroskop. Was wir hier haben, ist momentan ein Rücklauf innerhalb der Korrektur. Und das, was mich jetzt so besonders fasziniert hier, ist die aktuelle Verortung. Wenn wir uns den Tageschart mal anschauen, ich zoome das mal kurz noch ein bisschen näher ran. Schaut mal, hier oben. Diese Marke knapp unter 1,20, das ist die 1,1990. Das war hier drüben der Bereich, als der Markt ordentlich den Abwärtstrend hier, diesen Abwärtstrend, diesen Arm nach unten gebildet hat. Der Rücksetzer hier hat einmal drauf gepoppt und dann wieder runter. Zweite Mal drauf gepoppt, wieder runter. Jetzt stehen wir wieder oben. Und an dieser Stelle wird es jetzt echt sehr, sehr interessant, was passiert. Denn wir sind mit diesem kleinen Zwischenhoch, was wir hier gehabt haben, das haben wir gestern, das Tageshoch haben wir gehabt bei 1,1993, lagen wir über diesem Hoch hier oben. Das lag bei 1,19, wo haben wir das gehabt? Bei 1,1919 direkt. Deswegen ist diese Linie hier auch blau. Das ist Nummer 1. Nummer 2, wir haben hier diesen starken Bewegungsarm, der hier so nach oben geht, trendig gehabt. Ne? Wir sehen das untergeordnet trendig und wir sehen auch hier diese Korrektur. Das heißt, wir haben hier den Aufwärtstrend am Laufen und dieser Aufwärtstrend, der ist auch noch intakt. Und das finde ich jetzt so spannend hier an dieser Stelle, denn zwei Szenarien können sich hier ergeben. Das erste Szenario, wir sehen etwas wie hier drüben, das wäre Nummer 1. Oder das zweite Szenario, wir sehen etwas wie hier oben, das wäre Szenario Nummer 2. Beides ist sehr relevant, auch für die kurzfristigen Trader. Der Spike oben drüber, wenn der recht dynamisch kommt, da könnten wir durchaus etwas sehen, wie wir hier gesehen haben. Oder aber tatsächlich einen deutlichen Trendwechsel. Und für den Trendwechsel sehen wir auf der Tagesbasis die Ziele auch höher. Hier oben in diesem Drehbereich um die Marke von 1,2113 wäre dann mal auf Tagesbasis das nächste Ziel, wenn wir das hier oben rausnehmen. Und das ist viel Weg zur Oberseite. Und wir sehen es hier, es gibt nicht wirklich Widerstände bis da hoch. Und das macht das Ganze so attraktiv. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist nur: Schiebt der Markt aus einer hohen Konsolidierung direkt oben drüber? Gibt es einen Spike oder kommt es gar nicht erst dazu, dass wir drüber gehen, weil der Markt vorher schon rumdreht? Chancen auf der Unterseite haben wir definitiv auch, denn der Bewegungsarm ist ein schöner Trend, denn wir sind verortet im größeren Abwärtstrend. Das heißt, durchaus das Potenzial, hier aus einem tiefen Rückschnapper runterzulaufen in Richtung Jahrestief bei 1,17. Chancen haben wir da auf alle Fälle. Deswegen schauen wir uns das jetzt gleich nochmal im Kleineren an. Hier sehen wir schön den Trendverlauf, ne? Schaut mal hier, Aufwärtstrend. Schön von unten runtergekommen, schön nach oben rauf getrendet. Jetzt oben rein in den Widerstand. Und jetzt haben wir die Korrektur. Ja, laut Adam Riese, wir haben hier einen intakten Aufwärtstrend im 4-Stunden-Chart. Der hat durchaus die Chancen, sich deutlich weiter nach oben hin zu entwickeln. Ich ziehe das Bild mal kurz ein bisschen kleiner. Da sehen wir halt auch die Stellmarker und auch der Blick in den 4-Stunden-Chart. Hier drüben, da ist nichts, was Widerstand bildet. Das heißt, wenn wir jetzt direkt aus der Korrektur oben drüber fliegen, dann könnte es deutlich nach oben gehen. Hier die Ausdehnung in den Bereich, deutlich über die Marke von 1,20 Richtung 1,21. Das Potenzial haben wir auf alle Fälle da. Nicht als Daytrade, das wäre dann ein Swing, aber die kurzfristigen Trader, die haben natürlich auch ein paar Chancen. Da müssen wir aber mal ein bisschen genauer hinschauen, denn was wir hier an dieser Stelle jetzt sehen, schaut mal hier, das ist der Aufwärtstrend, der ist am Laufen, ganz klar. Und das, was wir hier noch sehen, untergeordnet, der letzte Bewegungsarm, der ist auch da. Und wir sehen jetzt hier in diesem 4-Stunden-Trend zunächst erstmal hier die Marke von 1,1927. Das ist das letzte
Ausbruchslevel. Und das ist ja ein Bereich, den läuft der Markt auch ganz gerne mal an. Wenn der stark bleibt, ist das ein guter Anlaufpunkt für den Schub zur Oberseite hin. Das wäre mal der erste Anlaufbereich. Geht es deutlich tiefer, dann können wir uns wie immer schön an den Swinglows, diese Aufwärtsphase hier, orientieren. Und das wären dann die Drehpunkte, die Marken hier um die 1.18.700. Das ist auch ein Bereich, der hat jetzt hier nicht nur Kauforders nach sich gezogen, sondern wenn wir uns das hier drüben mal anschauen, das war auch ein Bereich, der hat hier drüben Marktbeachtung gehabt. Ne? Hier war es ein Support, hier ist es dann ein Widerstand geworden. Jetzt ist es wieder ein mehrfach gesichertes oder getestetes Unterstützungslevel und das ist durchaus interessant für die Chart-Unterseite. Kriegen wir eine nachhaltige Umkehr hier oben, also tatsächlich die Short-Umkehr, das Verkaufssignal in den übergeordneten Abwärtstrend hinein, dann ganz klar auf dem Weg nach unten haben wir hier noch die 1,1795 und die 1,1738 unten drunter liegen, wo wir Swinglows haben aus der Aufwärtsbewegung und das sind Marker, wo durchaus Absicherungsorders von Tradern liegen können, die dann natürlich weiter Druck in den Markt reinbringen. Also hier haben wir ein paar interessante Level auf der Chartunterseite liegen, die durchaus reingehen können. Für die kurzfristigen Trader stellt sich jetzt natürlich die Frage, naja, wie sollen wir uns denn jetzt entscheiden? Was sollen wir denn machen? Wo sollen wir denn hingehen? Und da ist ein Merkmal, immer wieder auf die kleineren Zeiteinheiten hier zu schauen. Das heißt, wer das Ganze im Intraday-Trading-Bereich traden will, der nimmt sich jetzt natürlich auch den aktuellen 4-Stunden-Trend mit zur Hand oder gerne auch den Stundentrend. Das spielt jetzt hier keine gigantisch große Rolle. Und der Blick in diesen Trend verrät uns momentan eins. Hier unten haben wir ein Level liegen. Wenn wir da drunter fallen, setzt sich das, was wir hier als Korrektur sehen, sehr wahrscheinlich nach unten hin fort. Warum? Sehen wir, wenn wir zum Beispiel in den 15-Minuten-Chart auch reinklicken, schaut mal hier, das ist der Trend nach oben hier, der letzte Bewegungsarm und dessen Trend hier oben, ja, der hat hier oben definitiv schon die Schwäche gezeigt und dieses Level, was wir hier unten haben, das ist das letzte größere Korrekturtief. Hier oben wurde es schwach, ne? Da wollte der Markt nicht raus und das erste Schwächezeichen haben wir schon bekommen, als der Markt hier unten drunter gegangen ist. Wir haben jetzt hier einen validen Abwärtstrend und hier unten in diesem alten Unterstützungsbereich hier oder alten Unterstützungsbereich, das ist ja der, den wir hier gut sehen können an dieser Marke, das ist das Level. Wenn es da drunter fällt, ja, dann setzt sich halt dieser Abwärtstrend hier fort. Moment, ich zeichne den mal ganz kurz ein. Schaut mal, hier haben wir den Abwärtstrend am Laufen. Wir haben hier fallende Hochs, wir haben hier unten die fallenden Tiefs und das ist das, was wir hier sehen, gut und gerne sehen können. Und wenn sich dieser Trend nach unten hin fortsetzt, wäre das dann die Initialzündung dafür, dass wir unten drunter durchrutschen und zugleich an dieser Stelle, wenn ich jetzt noch mal ganz kurz in den Tageschart rein darf, dass wir da unten hier natürlich dann unter das Tagestief von heute drunter fallen und dann kommt dann wieder der größere Spielbereich mit ins Boot und das wäre dann tatsächlich eine Umkehr der Nachfrage aus einer ganz, ganz tiefen gelaufenen Korrektur. Das ist quasi das, was uns der kurzfristige Tageschart an dieser Stelle hier, beziehungsweise der Blick in den kurzfristigen Bereich des Tageschart gut und gerne rausgibt. Also hier oben schön die Umkehr. Und wie schon gesagt, wenn wir hier drunter ploppen, dann geht es zur Unterseite rein. Ausgemachte Sache ist das noch nicht, ja. Das muss man einfach wissen, weil der Markt hält da oben relativ stark und was wir dort an dieser Stelle ja sehen ist, und das mache ich wie immer gerne auch jetzt gleich nochmal rein, der Blick in die Futures und da kommt jetzt wichtigerweise der Währungsfuture mit zu tragen, das heißt, da müssen wir mal auf den US-Dollar auch schauen, den ziehe ich mal ganz kurz runter hier an dieser Stelle und da ist es nämlich jetzt so, dass auch der US-Dollar in ein sehr, sehr interessantes Level unten reinläuft, das heißt, hier an dieser Stelle kann man das hoffentlich ein bisschen erkennen, der Aufwärtstrend hier ist intakt und hier unten, er versucht sich an einer Bodenbildungsphase. Ob das klappt, das wird sich zeigen. Es geht hier einfach ziemlich stark zur Unterseite rein. Bricht er hier unten definitiv unter die 91,30 drunter, dann haben wir relativ stark die Wahrscheinlichkeit, dass der Euro US-Dollar wirklich weiter zur Oberseite rausbricht. Fängt der US-Dollar sich allerdings hier unten in diesem Bereich und kommt mit Stärke zurück, hätten wir hier im Future ein Umkehrsignal aus einer tiefen Korrektur und dann haben wir die Chance, schön zur Oberseite wieder reinzulaufen. Was für dieses Szenario spricht, ist ganz klar,
die deutlich starke Wirtschaftserholung in den USA. Die Berichtssaison lässt sich momentan relativ gut an. Auch die Banken an dieser Stelle sind relativ optimistisch, was die Zukunft anschaut. Die Ökonomen ebenfalls. Das heißt, die US-Wirtschaft kommt hier sehr gut raus aus der Krise, aus der Covid-19-Belastung. Und das sollte die US-Wirtschaft befeuern und das sollte die Investoren auch befeuern, in den US-Markt zu investieren. Das stützt dann die Nachfrage nach dem US-Dollar und das dürfte dann durchaus wieder Aufwind geben. Das ist das Pro. Das Contra haben wir allerdings auch relativ schnell. Und zwar das, was den US-Dollar zuletzt getrieben hat, waren ja die steigenden Rates im 10-Jahres-Bereich. Und wenn wir uns die mal ganz kurz anschauen wollen, hier auch da mache ich den Chart noch mal ganz kurz groß. Hier, da haben wir sozusagen jetzt einen deutlichen Umkehr oben. Ja? Also wenn man sich das mal anschaut hier oben, der Chart, wenn wir den mal haben wollen, wir waren hier im Hoch bei 1,4. Knapp 75, bei 1,74,5 sind wir gewesen und jetzt kommt der Markt hier deutlich zurück, kehrt um, das heißt der Druck oben raus geht weg. Die Inflationsdaten ziehen zwar an, aber der Markt kommt hier oben wieder runter und das entlastet so ein bisschen weit den Markt an dieser Stelle und wir sehen das halt auch bei den Futures im Bond-Bereich hier, da sehen wir, dass die Kurse wieder ansteigen und wenn die Kurse hier steigen, heißt das, die Zinsen an dieser Stelle sinken und das entlastet so ein bisschen und das ist halt das, was gegensteuert, was den US-Dollar nach unten gedrückt hat, weil wir hier in diese Situation dann natürlich reingehen und andere Assets entsprechend wieder interessanter werden. Das ist das, was ja immer so ein bisschen das Damoklesschwert in den letzten Wochen an dieser Stelle gewesen ist. Also hier, so sieht der Blick in den Euro momentan aus. Die Entscheidung wird anstehen, wie schon gesagt, die Verortung hier oben wieder mal eine schöne. Und wenn wir hier tatsächlich eine Top-Bildung sehen, dann haben wir durchaus auch in der kommenden Woche die Chance, unten reinzulaufen. Aber es wird sich alles hier in diesem Bereich entscheiden. Und beim Thema oben Bereich entscheiden. Also hier im Euro-US-Dollar stehen wir ja weit oben in der Gegenbewegung. Jetzt gehen wir mal auf den DAX, der steht auch weit oben. Der kommt seit Tagen nicht über die Hochs hier drüber hinaus. Das heißt, wir haben ja hier am 6.4. haben wir ein neues Allzeithoch geschrieben. Und zwar haben wir das liegen bei 15.326 Zählern momentan. Das muss ich mal kurz berichtigen hier. Das ist das Allzeithoch, was wir momentan im DAX hier haben. Und dieses Allzeithoch ist aktuell ja der Deckel oben drauf. Und seit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Handelstagen kommt der Markt dort nicht drüber hinaus. Und wir schwanken in einer sehr, sehr engen Spanne zwischen 15.150 und 15.326. Irgendwo hin und her. Der Markt konsolidiert auf einem sehr hohen Niveau, das ist in der Regel ein sehr bullisches Zeichen. Ja, und das ist wiederum positiv zu sehen, denn eine Korrektur über die Seitwärtsphase hier in einer so hohen Flagge zeigt uns, dass der Markt keine Angst hat, dieses Niveau zu halten. Das heißt, es herrscht quasi kein Verkaufsdruck. Auf irgendwas wartet der Markt. Ich habe keine Ahnung, auf was der Markt wartet. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir hier eine Entscheidung bekommen, nach oben oder nach unten, wird sich schon irgendjemand im Internet finden und genau den Grund finden, den der Markt brauchte, um auszubrechen. Das ist uns Tradern aber völlig wurscht. Wir müssen einfach noch schauen, was wir machen. Und wir haben jetzt hier im DAX sozusagen die Seitwärtsrange am Laufen, nach oben, nach unten. Es ist jetzt die Frage, ja, wie man sich hier positioniert. In den letzten Tagen war es ja immer gut, von oben nach unten zu laufen und von unten nach oben mit reinzugehen. Plus, da brauchen wir uns hier nicht mal mehr im Stundenchart diese Range anzuschauen, weil einfach nicht wirklich viel da ist. Also was man hier in dieser Range halt einfach sieht, da oben, wartet mal, das ist jetzt hier mit rübergezogen. Hier ist nicht wirklich viel Trendiges. Ne? Im Kleinstbereich sieht man das schon, dass man da die Chancen hat, von der Unterseite zur Oberseite und von oben nach unten. Aber ja, da ist echt, da muss ich jetzt sagen, da ist kaum Bewegungsspielraum drinnen. Für uns ist es jetzt viel, viel wichtiger zu schauen, was der Markt hier an dieser Stelle macht. Wir haben ja zum Glück auch noch ein paar andere Indizes, die wir traden können. Aber interessant ist es tatsächlich, die Oberseite hier zu bespielen. Wenn der Markt tatsächlich oben drüber ausbricht, haben wir wirklich gute Chancen, weiter deutliche Kurszuwächse zu haben. Weil wir haben das ja in den letzten Malen bei den Ausbrüchen auf Allzeithochs auch gesehen. Die wurden halt schon gekauft. Und nach den Konsolidierungen hier, die letzte Konsolidierung hatten wir in so einer schönen Flagge. Die ist auch noch drin. Die konnte man sehr schön traden. Hier, das Ganze ist eine gute Chance.
Chance gewesen, wo der Markt auch nachhaltig nach oben gelaufen ist. Möglicherweise sehen wir jetzt hier nach der Konsolidierung den Schub obendrauf. Bricht es unten drunter durch, müssen wir das Ganze natürlich auch auf der Uhr mit haben. Erster Anlaufpunkt auf Tagesbasis wäre mal hier die Marke um die 14.800 Punkte, wenn wir hier dann sozusagen die Ausweitung der Korrektur zur Unterseite sehen. Ne? Wenn wir das mal so sehen. Zeitlich hat der Markt jetzt den Anstieg komplett korrigiert. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Handelstage hat der Markt gebraucht. Hier vom Tief unten aus der letzten Korrektur bis oben rein. Das ist jetzt aus zeitlicher Sicht komplett korrigiert. Das heißt, hier wird es auch irgendwann Zeit, dass der Markt eine Entscheidung findet. Wir müssen uns nur auf die Lauer legen, wie es ausschaut. Aber die Konsolidierung ist schon recht bullisch, die wir hier im DAX sehen. Und durchaus haben wir die Chancen, deutlich weiter nach oben mitzulaufen. Wer jetzt mal ein Kursziel haben will, es ist ja immer relativ schwierig, am Allzeithoch Kursziele zu finden, der kann hier unten sozusagen das Ganze spiegeln. Also sozusagen das, was wir hier unten raus hatten. Ich nehme es mal ganz kurz rüber hier. Das, was wir hier unten hatten, so, Moment, einfach mal die letzte Korrekturtiefe rausnehmen und da sieht man schon, wir sind da wirklich in den Zielbereich sogar drüber gelaufen und konsolidieren jetzt oben drauf auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Also wir sehen es, es gibt hier relativ wenig Anhaltspunkte, wie es weitergehen kann, aber wir werden einen Weitergang oder einen Weitergang der Kurse sehen. Die Range-Seiten werden zeigen, wohin. Wie schon gesagt, Potenzial zur Unterseite haben wir auch, wenn wir den DAX mal kurz hier anschauen wollen. Wie schon gesagt, die hohe Flagge ist schon ewig alt. Aber sollte der Markt tatsächlich hier eine Entscheidung unten reinfinden, aus der jetzigen Situation direkt unten drunter durchdroppen, dann hätten wir hier natürlich einen kleineren Abwärtstrend. Und da können wir hier an dieser Stelle auch mal schauen, wo es reingehen kann. Und wie schon gesagt, auf Tagesbasis hatte ich ja gesagt, das Ausbruchslevel hier um die 14.800 Punkte-Marke ist mal relevant und interessant. Interessant, was auf dem Weg nach unten noch interessant ist, wäre hier mal dieser Zwischentiefbereich knapp um die 14.960 Punkte. Das ist das, was wir hier sehen. Das ist halt hier, schaut euch das mal an. Moment hier, das ist der Lower Timeframe. Das ist der einzigste Kursbereich, wo man sagen kann, hier hat der Markt mal so ein bisschen was verharrt. Das wäre eine Zwischenstation auf dem Weg nach unten. Also wir werden sehen, wie es läuft, dass der Blick in den DAX und wo wir gerade bei den Indizes sind, gehen wir mal die anderen Indizes auch noch mit durch, die wir hier haben. Wir hatten ja gestern auch schon mal drüber gesprochen, über den FTSE 100 hier an dieser Stelle, das Ausbruchslevel und schaut mal, der Ausbruch geht hier tatsächlich vonstatten. Ne? Also wir reden ja nicht umsonst darüber, was wir hier haben. Da läuft der Markt schön hoch. Das Ganze auch mal über die anderen Indizes hier. Der australische Aktienindex, der hat auch eine schöne kleine Konsolidierung hier oben gemacht auf einem hohen Niveau. Da ist auch gestern der Ausbruch gekommen und momentan ist der Markt auch jetzt nicht in Verkaufslaune, sondern auch hier weiterhin der Angriff in den Attacke-Modus. Und das nächste machen wir jetzt hier mal in den USA. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz auf den Dow Jones. Weil das, was wir hier im Dow Jones sehen, ist auch sehr, sehr, sehr interessant. Der ist jetzt aus der Seitwärtskonsolidierung auch gestern ausgebrochen. Also auch hier haben wir ja schön gesehen, der Trend hier schön unten in die Korrektur gegangen. Ausbruch aus der Flagge und dann schwingt er sich so schön nach oben. Dann haben wir hier in dieser Woche ein bisschen Konsolidierung gesehen. Gestern kam dann tatsächlich der Ausbruch zur Oberseite rauf. Also das ist wirklich, das sind Dinge, die sind sehr, sehr, sehr positiv zu sehen und auch hier mit Blick in den Dow, wenn wir einfach mal sehen wollen, hier die letzte Korrektur nach unten durch, wenn wir das mal oben drauf packen wollen, hier von der Tiefe, welches Potenzial der Bewegungsarm zur Oberseite auch noch hat, dann können wir auch mal sagen, hier einfach die Duplizierung 34.500 Punkte sind aus charttechnischer Sicht hier durchaus drinnen, wenn wir hier weiter in die, sage ich mal, in den Bewegungsarm reinlaufen und wenn wir uns mal die Konsolidierungsmöglichkeiten anschauen, sollte es hier tatsächlich mal zu einem Rücksetzer kommen, da können wir uns auch an den beiden vorherigen Ausbruchsleveln orientieren. Das heißt, das wäre zum einen mal ein Support hier um die Marke von 33.550 Punkten. Das ist der Bereich dieses Ausbruchslevel hier. Und dann hier die Marke um die 33.230 knapp. Das ist das Ausbruchslevel hier an dieser Stelle. Also da haben wir ein paar Marker auch unten, wo es reingehen kann. Aber wie schon gesagt, es läuft alles sehr solide zur Oberseite rein. Das bullische Bild ist weiterhin intakt. Und von der Seite her haben wir hier, denke ich mal, mit relativ wenig Gegenwind zu rechnen. Es sei denn, wir bekommen irgendwelche deutlich negativen Impacts durch Covid-19, dass es irgendwas gibt, was die Lage plötzlich von jetzt auf gleich wieder verschlimmert, dann dürfte man natürlich einen größeren Rücksetzer sehen. Aber das, was wir hier sehen, dass auch der Druck von der Inflationsseite, von den steigenden längerfristigen Zinsen aus dem Markt rausgeht, das ist das ganz klar, was hier die Märkte
eher positiv unterstützt zur Oberseite hin. Schauen wir auf den S&P 500, da sieht das Bild ähnlich aus. Der ist nur jetzt natürlich wieder deutlich dynamischer als der Dow. Genauso ist es auch im Nasdaq. Wir steigen hier ziemlich stark nach oben und wir haben ja hier sogar auch die Kursziele noch auf der Oberseite. Das heißt, dieses Rechteck, was ich hier hatte, Moment, kriege ich das rein, genau, das war die Abmessung von unten raus, mal, das war diese Korrekturtiefe hier auf der Unterseite, die wir einfach mal oben raufgelegt haben und da sehen wir halt auch, der Markt ist hier schön in den Bewegungsarm reingelaufen und hier ist auch eine sehr, sehr deutliche sozusagen Konsolidierung, also ein schönes Kontraktionsmuster reingekommen. Das sehen wir bei den Aktienindizes ab und zu mal bei Aktien deutlich häufiger. Das heißt hier gerne an dieser Stelle den Markt auch mal so ein bisschen analysieren. Also wer sowas noch nicht weiß, nicht kennt, die Ausbildung hatte ich schon erwähnt, am 8.9. mal gerne dazu anmelden. Das sind Faktoren, wo wir gut lesen können, wie sich die Marktteilnehmer verhalten. Und hier kam der bullische Ausbruch. Auch hier nächstes Ziel, 4.200 Punkte im S&P 500 ist nicht ausgeschlossen. Was sind die Damoklesschwerte hier, auch beim S&P 500? Das ist natürlich die Berichtssaison und da ist jetzt ganz, ganz wichtig, wie die Ausblicke laufen. Ja, der Markt ist ja weit gelaufen, oben rein, viele Vorschusslorbeeren sind hier gekommen und wenn da bei den Ausblicken irgendwas nicht passt, dann könnte man auch mal eine deutliche Korrektur sehen. Also an dieser Stelle alles gut hier mit der bullischen Richtung. Und das Gleiche schauen wir uns nochmal im Nasdaq an. Hier an dieser Stelle im Kleinsten sehen wir jetzt so ein bisschen die Konsolidierung, aber in den Freitagsmeetings gehen wir ja eher immer auf die größeren Bilder hier an dieser Stelle mit ein und auch da, Moment, ich räume den Chart mal hier so ein kleines bisschen auf, Steuerung und B drücken, so, und dann gehe ich einfach mal hier alle löschen, dass wir sauber haben, so, bumm, sauberer Chart, hervorragend, was wir haben, ganz klar, Umkehr, bullisch, hervorragend, Aufwärtstrend hier gebildet, am Allzeithoch drüber gelaufen und jetzt, und Leute, das ist das, was wirklich sehr, sehr bullisch ist. Aktuell der Markt konsolidiert auf einem sehr, sehr hohen Level. Hier kam sozusagen immer wieder unten die Kaufstärke rein, also kein direkter Abverkauf vom Allzeithoch, ne? Das ist ein gutes Zeichen. Wichtig wäre jetzt auf Wochenbasis, dass wir nicht hier unten drunter fallen. Das heißt, dass wir tatsächlich das Ausbruchsniveau übers Allzeithoch halten, das wäre sehr, sehr positiv zu sehen. Und wenn wir dann hier die Chance haben, in der nächsten Woche über das Wochenhoch drüber zu steigen, über die Marke von 14.040 Zählern, das wäre sehr, sehr positiv. Und damit ist auch der Fortgang dieser bullischen Phase durchaus da. Aber, und das ist der Punkt für die kurzfristigen Trader, und das ist das, was ich hier in den Morning Sessions auch immer wieder auf der Uhr habe, sollte es zu einer Entscheidung kommen, dass der Markt doch tiefer korrigiert, haben wir ein paar schöne Anlaufpunkte unten drunter. Und das sehen wir sogar jetzt schon auf der Tagesbasis hier, dass wir ein paar Level haben, die durchaus interessant sind. Und das, Moment, ich mache die Linie mal ganz kurz in grün. Das sind halt schöne Marker, die wir hier haben. Deswegen gehe ich hier im Nasdaq mal eben ganz kurz auf die kleineren Zeiteinheiten noch mit ein. Denn wir sehen hier die Marker, wo wir die Korrektur bekommen. Und das ist interessant an dieser Stelle hier, wenn wir da einfach mal in den Stundenchart reinschauen wollen. Wir sehen momentan den Seitwärtslauf, das ist ganz klar, der läuft hier hoch und runter. Das ist die Range, die wir da momentan auch haben. Das heißt, wir sehen es auch hier, unten wird immer gekauft. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Oben kommt momentan Schwäche rein. Ja? Also gut ist es jetzt hier, wir sind im Aufwärtstrend. Wer die Chance hat, unten rein zur Oberseite hin, wäre sehr, sehr positiv. Mit Blick auf das, was nach oben kommt, ich mache mal kurz den kleineren Zeitrahmen rein, sind wir momentan dabei. Hier ist ein ganz, ganz kleiner Korrekturarm schon da. Das ist der Korrekturarm. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wo fängt die Ausdehnung zur Unterseite an? Das wäre dieser Bereich hier unten. Das heißt, nehmen wir tatsächlich dieses Tief hier unten raus. Wir sind ja hier hochgelaufen, hier unten in die Korrektur rein. Das heißt, ein wichtiges Level sind hier die 13.950 Punkte. Wenn der Markt dort drunter bricht, sehen wir ein bisschen was an korrektiver Phase. Wo kann es hingehen? Der Markt unten rein, da können wir uns ein bisschen hier an dem orientieren, was der Markt zeigt. Also hier, dass der starke Bewegungsarm zur Oberseite hin und wer sich da die Ziele suchen möchte, tatsächlich, falls er eine Gegenbewegung traden möchte, falls die kommt dynamisch ein bisschen hier zur Unterseite rein, da schauen wir uns diese blaue Linie einfach mal im Detail an, gehen mal in den 5-Minuten-Chart und da sehen wir nämlich schön die Zwischentiefs und diese Zwischentiefs sind ja immer gute Anlaufpunkte, die wir hier haben und hier sehen wir es halt auch, ne? Der Markt hier
hier ist schön zur Oberseite reingelaufen. Ich skizziere es mal eben kurz mit dem Zeichentool auch wieder auf. Das heißt, wir sehen hier schön den Bewegungsarm nach oben laufen. Hier, der ist schön von unten rausgekommen. Hier die erste initiale Phase. Dann gab es nochmal eine Gegenbewegung. Und dann hier schön auf geht's zur Oberseite hin. Moment, ich will keinen Kreis. Ich hätte gerne eine Linie. So, also hier. Hier hat sich der Markt dann gefangen, dann ist er schön zur Oberseite reingelaufen, auch nach oben. Das sind so die Trendgrößen, die wir hier haben. Dann ist der Markt schön zur Oberseite raufgelaufen, zack. Und jetzt ging es halt hier drüben dann zur anderen Seite weiter. Das heißt, hier hat sich der Abwärtstrend gebildet. Als wir hier drunter gelaufen sind, hier unter diese Marke, ist dieser Aufwärtsarm gebrochen worden. Hier geht es jetzt weiter und der Markt ist jetzt hier auf dem Weg nach unten. Und das ist halt der Punkt, kommt es hier in diesem Bereich zur Fortsetzung der Abwärtsdynamik, also hier in diesem Bereich, dann haben wir gute Karten, ein bisschen was nach unten mitzunehmen, nach unten abzufrühstücken. Und die Level, die dann durchaus planbar sind, das sind die Zwischentiefs, ja? Die kleinen. Und das ist halt der Punkt hier an diesen Stellen, die Schwungbereiche hier um die 13.925 bis 30, dann hier unten das Zwischentief um die Marke von 13.871, 72 rum. Das wären mal durchaus Marker, die man kurzfristig haben kann, aber ich sage es immer noch, der Markt ist bullisch, er will eher hoch als runter. Von der Seite her bitte ganz genau hinschauen, nicht dass man hier sich vom fahrenden Zug überrollen lässt. Das wäre ein bisschen ungünstig, das wäre schade fürs Portfolio. Das ist der Blick in den Nasdaq. Wunschmärkte kriegen wir auch noch. Silber haben wir da. Auf Facebook ist momentan nichts an Fragen da. Wer eine Frage hat, einfach rein. Dann haben wir jetzt die Trends in den Indizes mal durchgesprochen. Dann gehe ich mal kurz noch auf den Silberchart hier rein. Schauen wir uns an hier auf Tagesbasis zunächst erst einmal das Ganze hier auf den Blick in den Trend. Und da sehen wir halt auch, dass wir hier im Silber auch wieder mal zwei Dinge haben. Auch hier, Moment, ich werde auch hier mal ganz kurz den Chart ein bisschen aufräumen. Wir haben hier zwei Fakten, die ineinander laufen. Wir haben zum einen den übergeordneten Abwärtstrend, also das, was wir hier sehen. Schaut mal, das ist der laufende Abwärtstrend, das ist Nummer 1. Und was wir sehen, Nummer 2 ist hier, wir sehen es sehr gut hier, der Korrekturarm läuft in einem Aufwärtstrend. Also hier ist der Markt in den letzten Wochen deutlich von unten aus dem Korrekturbereich rausgekommen, macht schön den Aufwärtstrend. Und wenn wir uns das mal anschauen, das nächste Ziel für den Aufwärtstrend wäre tatsächlich hier diese Chart-Oberseite. Das heißt, das, was wir hier oben liegen haben, ist das aktuelle Widerstandslevel an dieser Stelle dran. Das heißt, hier sehen wir es oben drinnen liegen. Diese Marke ist da wichtig. Da, wenn es da drüber geht, ist auch der Aufwärtstrend wieder richtungsführend, weil dann ist dieser größere Abwärtstrend hier rausgenommen und das wäre dann die Chance, deutlich nach oben zu laufen. Aber der laufende Aufwärtstrend hier hat jetzt natürlich auch noch das Potenzial, deutlich weiter in die Oberseite reinzukommen, denn wenn man sich mal die letzte Korrekturtiefe misst, sind wir mal locker hier oben in diesem Level. Wenn wir das mal ganz kurz nehmen wollen hier, dass die Unterseite oben rauf und wenn wir das mal oben drauf stellen, da sehen wir, da stehen wir tatsächlich oben drinnen. Das heißt, wer das mal mutmaßlich annehmen möchte und den Bewegungsarm mit seinem Potenzial gerne traden will, der geht einfach mal hier in den Stundenchart rein. Da sehen wir aktuell den Trendverlauf und wir wissen ja, the trend is your friend und Trends laufen halt, bis sie brechen. Und hier sehen wir den Markt nach oben laufen. Hier das Ganze schön, der Aufwärtstrend ist halt einfach da. Und was wir sehen, ist der Bewegungsarm, den zeige ich mal hier. Das wäre dieser hier, der korrigiert gerade ein bisschen und der würde halt erst brechen, wenn wir unten drunter fallen, also hier unten drunter, unter dieses Level, wäre dieser Bewegungsarm oben raus. Wo kommt das her? Das kommt aus der trendigen Linie, beziehungsweise aus der trendigen Bewegungsarmführung. Hier Bewegung, Korrekturen sehen wir hier, das war entsprechend der Schub nach unten und dann sind wir jetzt hier zur Oberseite raufgelaufen. Das ist das, was wir hier sehen, was sich jetzt durchaus nach oben fortsetzen kann. Und wenn es hier zur Trendfortsetzung oben drüber kommt, setzt sich der Bewegungsarm tatsächlich fort. Wer sich das Ganze hier anschauen möchte, braucht einfach nur darauf zu schauen, wie der Markt reinkommt. Das nächste Support-Level auf der Chart-Unterseite, wenn sich die Korrektur ein bisschen aufbaut, ist dieser Bereich hier an dieser Stelle. Da kam es zur Trendfortsetzung, der Kaufbereich hier um die Marke zwischen
25, 50 und 25. Was haben wir hier oben im Hoch? Müssen wir mal kurz schauen. Das Hoch haben wir gehabt bei 25, 42. Also dieses Level hier, Moment, ist das tatsächlich das Hoch gewesen? Moment, da muss ich mal kurz schauen. Das Hoch hier, 25, 61. Also hier, dieser Bereich da oben, das wäre mal das Auffang- und Ausbruchslevel. Und das ist mal der erste Anlaufbereich hier, wenn die Korrektur sich zur Unterseite ausdehnt. Ansonsten, wenn wir jetzt hier gar nicht runterlaufen, wäre das Kaufsignal tatsächlich, wenn wir hier über die Marke von 26 Dollar laufen. Da wäre es nämlich Trendfortsetzung und dann haben wir gute Chancen, schön zur Oberseite reinzumachen. Was traden wir dann? Ganz klar, diesen Bewegungsarm zur Oberseite rauf. Und das, was wir hier sehen, um hier mal ein bisschen so die Verwirrung rauszunehmen, weil der ein oder andere Händler sieht das nicht ganz so klar, das weiß ich aus den entsprechenden Coachings. Schaut mal, das ist der Trend, den wir sozusagen hier nach oben hin am Laufen haben auf Tag. Und hier haben wir halt untergeordnet wieder immer diese Trends laufen. Und das muss man wirklich in den Chartverlauf einordnen, was da was ist, weil der Händler sagt sich dann, na gut, wir hatten ja hier zwischendurch auch mal einen Gegentrend, der hat ja den Aufwärtstrend rausgenommen. Ja, hat er, aber nur diesen, der größere, der sich inzwischen gebildet hat, ist intakt. Und das ist halt sein Bewegungsarm, den wir momentan haben. Und er kann halt auch mal korrigieren. Aber wenn er sich hier oben fortsetzt, das wäre dann tatsächlich spätestens die Trend. Fortsetzung und dann können wir schön zur Oberseite reinlaufen. Und das nächste Ziel, was wir dann haben, haben wir schön auch oben drinnen liegen, hier dieser Bereich hier oben um die Marke von 26,30. Das ist hier das, was der Silberchart entsprechend auch mit hergibt. Ähnliches sehen wir übrigens auch im Gold. Gold auch schön stark unterwegs. Die Marke von 1755 ist jetzt gestern überwunden worden. Sehen wir schön mit dem Schwung oben raus. Das hatten wir ja auch in der Goldbesprechung gehabt, zu sehen, was passiert denn jetzt hier oben an dieser Stelle. Und Gold macht momentan einfach das, was Gold immer macht. Wenn der Dollar schwächelt, steigt der Goldpreis und umgekehrt. Und da ist jetzt halt auch der Dollar an der Korrektur unten im Tief so ein bisschen das Zünglein an der Waage. Aber wenn der Markt sich im Gold hier hält, wir sehen es halt viel. Widerstand gibt es jetzt hier bis zur Marke von 1816 hier oben nicht wirklich. Der Abwärtstrend ist hier intakt. Das heißt, das ist mal die Marke oben rauf, wo es jetzt durchaus mal hinlaufen kann. Ob es soweit kommt, müssen wir sehen. Fakt ist allerdings eins: Wir haben hier den Aufwärtstrend jetzt richtungsführend. Und auch hier, wenn man sich das Ganze mal kurz im Tageschart auch anschauen möchte, das hier unten war sozusagen der Rückrutsch, der letzte, und das oben drauf mal gesetzt. Da könnten wir durchaus zunächst erstmal, ohne hier diese 1816 in Gefahr zu bringen, hier oben reinlaufen, bis ja knapp über die Marke von 1790 US-Dollar für die Feinunze. Das ist ein Potenzial, das durchaus auch da ist und das man durchaus auf der Uhr haben kann zum Traden auf die Oberseite hin. Und wo wir gerade bei den Rohstoffen sind, nochmal kurz auf den Ölpreis. Öl hatten wir ja diese Woche auch besprochen, auch als Handelssetup. Und hier hat sich der Markt wieder auf die bullischere Seite gewendet. Ich hatte das ja diese Woche auch gesagt. Wir hatten OPEC-Sitzung und ich hatte im Vorfeld des Ganzen auch die Gedanken, die ich mir zum Ölpreis gemacht habe, hier an dieser Stelle auch mal preisgegeben, dass ich durch die wirtschaftliche Erholung eher auf eine steigende Nachfrage nach dem Rohstoff setze und dass das Thema möglicher Kürzung oder des Auslaufens der Förderkürzung eher eine untergeordnete Rolle spielen wird. Und das ist das, was der Markt momentan auch spielt. Die OPEC hat das auch gesagt, die geht von einer deutlich steigenden Nachfrage nach dem Rohstoff aus. Und das ist das, was den Markt momentan auch so ein bisschen antreibt zur Oberseite hin. Also das ist durchaus ein Kurstreiber. Wir sind jetzt hier in einem wichtigen Widerstandsbereich auch drinnen. Die Marke von 63,50, wenn wir ganz kurz mal in den Tageschart reingehen wollen, das ist der Bereich, wo der Abwärtstrend sich gebildet hat. Also hier haben wir ja den Abwärtstrend am Laufen. Moment, ja, das ist er, der laufende Abwärtstrend. Wir sind hier aus dem laufenden Abwärtstrend rausgekommen. Der ist jetzt umgekehrt worden in den Aufwärtstrend. Nur dieses Level, wo der Markt gerade verharrt, die 63,50 rum, so grob über den Daumen, das ist der Bereich, als sich dieser Abwärtstrend gebildet hat. Dort wurde quasi initial deutlich abverkauft. Also wir hatten hier den Schub, das Durchatmen und dann den zweiten Schub. Und man sieht ja hier, was hier gekommen ist. Da hat sich einfach, ja,
das Tor geöffnet und alles floss raus, was da war. Das ist wichtig zu sehen. Hier auf der Ebene, auf Tagesbasis, dieses Level gilt es zu überwinden. Dann haben wir die Chance, oben rauszukommen. Und für diejenigen, die den Goldpreis, den Goldpreis sage ich schon, den Ölmarkt länger traden wollen, da sage ich an dieser Stelle auch mal noch, schaut euch mal bitte den Wochenchart an, hier mal den Wochenchart in Trendbasis. Das ist der Trend auf der Woche hier oben rein. Wir sind hier in die Korrektur reingelaufen. Die Konsolidierungsphase, die wir hier haben, die ist definitiv jetzt am Laufen. Moment, ich räume das mal ganz kurz ein bisschen auf hier, dass wir ein bisschen mehr sehen können an dieser Stelle. So, da haben wir das alles schön da. Also hier unten rein und jetzt haben wir hier die Seitwärtsphase gehabt und die ist jetzt rausgenommen worden. Das heißt, wir haben eine sehr dynamische Wochenkerze oben raus. Das ist eher ein Longzeichen aus der Korrektur heraus und das Bild, was wir jetzt hier haben, ist tatsächlich das, was wir oben raufsetzen können. Wenn die Kerze bestätigt wird, dann brauchen wir uns keine großen Gedanken zu machen, dass der Trend jetzt schwach wird. Zunächst, wenn eine Bestätigung kommt, haben wir die Chance, zunächst erstmal hier in das Hoch bei 67,93 reinzulaufen und die weitere Entwicklung. Dann, the trend is your friend. Wenn wir hier tatsächlich nachhaltig über die 68-Dollar-Marke laufen, ist das auch der nachhaltige Bruch dieses Widerstandslevels hier oben. Und dann ist das nächste Kursziel mal hier oben die Marke von 77 Dollar. Das geht auch in die Richtung, das, was die Analysten sagen, zu den Erwartungen des Ölpreises in den nächsten 12 Monaten. Also, wir haben da schon ganz gute Chancen. Und diejenigen, die es traden wollen, auch im Kurzfristbereich hier, wenn wir uns mal kurz auf den Tag anschauen wollen, wir haben hier eine schöne Konsolidierung hier. Wir haben hier oben diesen kleinen Widerstandsbereich, wie schon gesagt, das hatte ich ja schon gesagt. Und wenn der rausgenommen wird, dann haben wir richtig gute Karten, die Oberseite wegzunehmen und das Ganze rauszumachen. Hier, wenn man sich die Stunde mal anschaut, das sieht man das Ganze schön. Hier auch eine Konsolidierung hier, die letzte, sag ich mal, Kontraktion auch flach. Da sind wir jetzt drüber ausgebrochen. Und wenn das weiter gekauft wird, haben wir doch auch die Spuren im Chart, die uns den Weg eher zur Oberseite hinführen. Es kann kurzfristig natürlich immer ein bisschen wackelig werden. Das Thema der Korrektur kommt natürlich auch immer rein. Das heißt, die Kurzfristtrader, die schauen jetzt natürlich ganz genau hin. Sollte der Ausbruch abverkauft worden hier oder abverkauft werden, an dieser Stelle würde ein Kurs unterhalb dieses kleinen Kontraktionstiefs hier bei 63,20 die Korrektur initiieren und die kurzfristigen Anlaufpunkte wären dann halt hier erstmal das kleine Zwischentief um die Marke von 62,62 mit ansteuern und dann halt hier die tieferen Sachen. Aber auch hier sehen wir, der Markt hat schöne bullische Konsolidierungsmuster gebracht. Hier auch so ein Dreieck. Also es sieht eher danach aus, dass der Markt zur Oberseite rein möchte. Aber wie schon gesagt, wenn es kurzfristig hier unter die 63,20 läuft, wäre es mal wichtig, hier die Marke um die 62,60 im Auge zu haben. Das ist der Auffangbereich. Wenn der bricht, dann sieht es eher wieder nach einer tiefen Korrektur aus, weil dann ist der Bewegungsarm rausgenommen. Aber so sieht es momentan nicht aus. Also der Markt schön stark, die Konsolidierung passt von der Seite her. Bin ich relativ zuversichtlich für die Long-Seite, wobei wir immer auch die Risks haben. Und die Risks sind halt ganz klar momentan die wirtschaftlichen Seiten. Und das ist auch ein bisschen bestimmt durch die Entwicklung von Covid-19. Und damit haben wir die wichtigen Charts an dieser Stelle alle auch besprochen. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück zu den fundamentalen Daten. Heißt an dieser Stelle sozusagen hier, gehen wir zurück in die Nachrichtenseite und da sind wir ja mit den Tagesnachrichten vorhin durch gewesen und das heißt, wir schauen jetzt mal auf das, was wir diese Woche hatten. Da hatten wir durchaus gemischte Bilder. Am Dienstag kam etwas, sag ich mal, Überraschendes oder ein bisschen Negatives aus Deutschland. Man ist eher davon ausgegangen, mit Blick auf die Konjunkturerwartung hier bei uns in Deutschland, dass die ansteigen. Aber Pustekuchen, ja, der Konsens hat 79 Punkte erwartet nach 76,6 im Vorfeld. Es waren aber nur 70,7. Und das ist so ein bisschen ein Dämpfer. Den DAX hat es jetzt nicht gestört. Wir haben es ja vorhin gesehen. Der DAX läuft auf relativ hohem Niveau oder auf sehr hohem Niveau entsprechend seitwärts. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig zu sehen. Das ist ein starkes Zeichen. Nur die Konjunkturerwartungen, ja, die wurden oder haben wir einen kleinen Dämpfer bekommen. Die Verbraucherpreise in den USA klettern doch deutlich weiter an.
Der Markt hat hier 0,1 im Vormonat gehabt, 0,2 waren die Erwartungen, 0,3 sind es tatsächlich gewesen. Das sieht auf dem ersten Blick relativ klein aus, aber man darf einfach nicht vergessen, was daraus dann auf Jahresbasis werden kann. Und die Fed hat ja immer auch gesagt, sie hat als mittelfristiges Ziel die 2%, geht aber kurzfristig auch von einer etwas höheren Inflation aus, mit der Erholung der Wirtschaft. Das geht so ein bisschen hier rein. Die Indizes stürzen jetzt nicht weiter, weil die Zinsen am langen Ende sinken. Und das ist so ein bisschen ein Fall dafür, dass der Markt auch sagt, okay, das wird schon irgendwo passen, sonst würden die Zinsen am langen Ende steigen. Und das haben wir momentan definitiv nicht. Was wir weiter gesehen haben, ist das Thema Erhöhung beim Öl bzw. Erholung beim Öl. Wir haben am Mittwoch die Rohöl-Lagerbestände bekommen. Und bei den Lagerbeständen haben wir hier weiterhin eine deutliche Abnahme der Lagerbestände auch gehabt, und das schlägt so ein bisschen rein in das Kontor, das wir hier an dieser Stelle von der OPEC auch gesehen haben, mit der entsprechenden wirtschaftlichen Erholung und der deutlich gestiegenen Nachfrage nach Öl. Und das ist genau das, wo der Markt uns zeigt, dass das, was die OPEC dort auch gesagt hat, was die Analysten dort erwarten, dass das ist, was der Markt momentan so ein bisschen spielt. Und da geht halt das Thema rein, warum steigt denn der Ölpreis? Und das hat halt mit der wirtschaftlichen Erholung zu tun. Das sind zum einen die Industrieunternehmen, die wieder deutlich mehr produzieren, aber es ist auch die Zunahme vom Reiseverkehr. Reiseverkehr halt durch die Berufspendler, durch die Möglichkeiten, die man wieder hat, Urlaube zu machen, durch die globale Nachfrage nach Gütern, wo auch deutlich mehr durch die Welt geschickt wird, und da braucht man ja auch Treibstoff an dieser Stelle. Also all das sind Dinge, die gehen in dieses Konto rein, und das ist das, was den Ölpreis an dieser Stelle so ein bisschen weit auch stützt, und das ist wirklich das, was wir hier an dieser Stelle ja immer wieder sehen, was dort wirklich die Fakten entsprechend untermalt. Dann haben wir am Mittwoch noch das BEJSPUK gehabt, der wichtige Konjunkturbericht aus den USA, und der ist ja immer unterteilt in drei Punkte. Das heißt, der erste Punkt ist das Thema gesamtwirtschaftliche Aktivitäten, der zweite Punkt ist die Beschäftigung und Löhne, also der Arbeitsmarkt, und das dritte ist das Thema der Preise in den USA. Und da können wir ja sehr, sehr Positives vermelden. Ich gehe einfach mal kurz die drei Punkte durch. Meine schriftlichen Notizen hier an dieser Stelle muss ich mir mal ganz kurz noch mal kurz zunute führen. Das heißt, das Thema, der erste Punkt, der immer kommt bei den gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten: Wie hat sich denn die Wirtschaft in den kommenden Wochen entwickelt, in den letzten Wochen entwickelt? Und hier haben wir aktuell das Thema einer weiteren Erholung. Also vom letzten Bericht bis heute, die Konsumausgaben haben sich deutlich verbessert, und hier kann man auch aus den Zeilen lesen, dass der Bericht über den Tourismussektor deutlich optimistischer gewesen ist. Woran ist das erkennbar? Wir hatten hier eine Belebung der Nachfrage nach Freizeitaktivitäten und auch Reisen. Und das ist ein Thema, das geht genau in diesen Konto rein, Belebung der Wirtschaft durch Öffnungen. Und die Öffnungen werden ja immer mehr durch die Impfstrategie auch in den USA. Die funktioniert ja sehr, sehr gut. Und je mehr Menschen geimpft werden, je mehr Lockerungen sind entsprechend möglich. Und das ist wirklich etwas, das sieht hier, den wir hier haben. Und das stützt dann auch die Konjunktur und die jüngsten Konjunkturzahlen. Beziehungsweise die jüngste Konjunkturerholung war ja auch durch die finanziellen Unterstützung seitens der US-Regierung definitiv mit unterstützt worden. Bei dem Thema Auto ist auch so ein Punkt: USA, Autoland, ja, Autos kauft man sich natürlich nur, wenn man von einer optimistischen Entwicklung für die Zukunft auch ausgeht. Und hier haben wir auch eine schöne Information: Die Autokäufe beziehungsweise Verkäufe, ja, die sind gestiegen. Allerdings haben wir ein Problem bei den Lagerbeständen von Neufahrzeugen. Das ist mal wieder ganz, ganz typisch für die neuesten Generationen von Fahrzeugen. Es wird ja immer mehr Elektronik in den Fahrzeugen verbaut, und diese Elektronik braucht natürlich Chips. Und wir haben momentan eine Unterbrechung der Lieferkette bei den Chips, und das macht den Autoherstellern zum Teil definitiv Probleme. Ansonsten, was sehen wir noch aus den gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten? Durch den Wirtschaftsanstieg ist es so, dass der Transportberufs- und
Geschäftsdienstleistungssektor sehr, sehr starke Nachfrage bekommt. Und das ist wirklich sehr wichtig. Von den Banken bekommen wir gemeldet, dass die Kreditnachfrage wieder deutlich anzieht. Beim Thema des Immobiliensektors, das ist der Punkt, den ich vorhin auch angesprochen hatte. Immobilien sind sehr wichtig. Da wird es momentan ein bisschen tricky an dieser Stelle, denn wir haben eine sehr, sehr hohe Nachfrage. Wir haben ein knappes Angebot an Einfamilienhäuser, was die Preise nach oben treibt. Und ein weiteres Problem, was wir momentan haben, das haben wir übrigens auch nicht nur in den USA, sondern auch bei uns in Deutschland, die Rohstoffe zum Bau von Häusern, die werden immer teurer. Das ist das eine. Und das zweite, was wir haben, ist, dass die Transportdienstleister kaum noch hinterherkommen, die Dinge von A nach B zu bringen. Das treibt die Preise in die Höhe, das verzögert Lieferketten. Und das verzögert natürlich auch die Baudienstleistung. Also das ist relativ schwierig. Mit Blick auf die Energieproduktion ist es so, dass wir im Thema Öl- und Gasbohrungen steigende Nachfrage, steigende Aktivitäten sehen. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Zu den Aussichten sehen wir hier auch, dass die deutlich optimistischer waren als im Vorbericht mit Blick auf Covid-19. Die Impfstrategie zieht, die Lockerungen sind sehr, sehr positiv in den USA angekommen, die Maßnahmen werden positiv gesehen. Einziges Damoklesschwert ist, und das hat auch Paul gesagt, ist das Thema der möglichen Mutationen, die wir hier im Bereich von Covid-19 immer wieder sehen. Da muss man einfach schauen, was bei rauskommt. Jetzt haben wir ja jüngst auch die Problematiken gehabt mit Johnson & Johnson, dass der Impfstoff nochmal näher untersucht werden muss, wegen der ganzen Hirnthrombosen-Sachen. Also es gibt da immer mal wieder was unvorhersehbar kommt. Die Situation ist halt einfach, man kennt das alles noch nicht und die Praxis zeigt jetzt Schwachstellen auf und da kommt es jetzt halt darauf an, dass diese Schwachstellen schnell behoben werden, dass man da gut reagiert und dann wird das Fahrwasser entsprechend auch weitergehen. Beschäftigung und Löhne, auch sehr, sehr wichtiges Teil. Was wir diese Woche gesehen haben, waren die Arbeitsmarktdaten. Und da kann man sagen, ho, holla, die Waldfee. Das sehen wir hier. Am Donnerstag haben wir die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe bekommen. Geplant von den Analysten oder erwartet, ja, das plant ja keiner. Erwartet waren 700.000 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, aber nichts so. Es waren nur 576.000. Das war eine sehr, sehr positive Überraschung. Und das ist auch das, wo das BIS-BUK auch die richtigen Zeichen stellt. Das Beschäftigungswachstum hat nämlich zugenommen. Und das sehen wir, werden mehr Leute eingestellt, auch durch die wirtschaftliche Erholung, dass Restaurants langsam wieder kommen, dass Freizeitaktivitäten immer mehr zugelassen werden. Erste Freizeit Parks sind ja offen, da wird dann natürlich, sag ich mal, der Arbeitsmarkt auch gebraucht, um Menschen anzustellen und das treibt natürlich das Ganze in die Höhe. Das ist also ganz, ganz klar. Je nach Branche ist das Beschäftigungswachstum in den USA unterschiedlich, aber die Arbeitslosenzahlen sind halt die, die sehr, sehr wichtig sind und mit den Dingen, die wir jetzt hier sehen, ist schon davon auszugehen, dass mittelfristig die Arbeitslosenzahlen auch weiter sinken werden. Und das ist ja der eingeschlagene Weg, was wir hier haben. Was wir auch sehen, ist, dass wir Probleme in den USA haben, mit genügend Arbeitskräften zu finden, gerade im niedrigeren Sektor, im Niedriglohnsektor. Also bei den relativ einfachen Aufgaben hat der Markt Probleme, aber das Ganze wird sich lösen. Ich denke mal spätestens dann, wenn Covid-19 wieder den nächsten Schritt nach vorne macht im Umgang mit Covid-19. Das ist nämlich einer der Punkte, die hier genannt wird, dass man Probleme hat, die Kinder unterzubringen und vernünftig betreuen zu lassen. Und je besser das Ganze dort dann wird, je besser wird die Lage an dieser Stelle entsprechend sein. Kommen wir mal noch ganz kurz zu den Preisen. Und auch hier sehen wir ja auch in den USA, wie sich das Ganze, die Preise entwickelt. Die Inflation ist schon da. Bei den Preisen ist es so, dass sich die Preisanstiege seit dem letzten Bericht leicht beschleunigt hat. Die Einkaufspreise steigen allerdings momentan stärker als die Verkaufspreise. Das heißt, der Markt kann die Preissteigerung noch nicht so weit an den Markt fortsetzen oder weitergeben, wie man das gerne würde. Aber da wird sich mittelfristig auch was finden, denn wenn die Wirtschaft wieder brummt, werden die Löhne weiter steigen und diese Lohnsteigerungen sorgen
sorgen dann dafür, dass auch die Unternehmen Preise erhöhen können, dass die Bürger sich das weiter leisten können. Und das Ganze ist dann halt ganz positiv für die wirtschaftliche Entwicklung in den USA. Und dann kommen wir zu den weiteren Nachrichten dieser Woche hier. Wir sehen es auch, der Philly Fed Herstellungsindex ist deutlich angestiegen von 42, was die Erwartungen waren, waren es jetzt 50. Also auch hier jetzt die Erholung in diesem Markt ist auch Stück für Stück weitergelaufen. Wir hatten zwar beim letzten Mal die 51,8, aber es geht voran. Ja, wir haben hier keine brutalen Abstürze mehr, sondern es wird eher positiv. Und das ist das, was wir haben. Einzelhandelsumsätze hier, das war auch der Knaller. Nach minus 2,7 vom Vormonat auf 9,8. Also da sieht man, die Amerikaner geben tatsächlich Geld aus. Und das stützt entsprechend die Wirtschaft. Schauen wir jetzt an dieser Stelle mal eben noch auf die nächste Woche. Wir sehen es hier, wir bekommen ein paar Daten aus Großbritannien. Wichtig ist nächste Woche das Thema der Arbeitslosenänderung im März. Das ist ganz, ganz wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung. Dann bekommen wir am Mittwoch Verbraucherpreise aus Großbritannien und die Rohöllagerbestände aus den USA. Donnerstag gibt es den Zinsentscheid der EZB. Ja, ganz, ganz wichtiges Thema. Die Zinsen hier bei uns in Europa, da wird nichts kommen. Wo soll man mit den Zinsen hin? Ja? Wer jetzt die Zinsen erhebt, macht ja gleich die Wirtschaft kaputt. Da wird nichts kommen. Viel wichtiger wird sein, was ringsherum erzählt wird. Und das wird, denke ich mal, für einiges an Bewegung setzen. Aus den USA gibt es dann noch die Verkäufe bestehender Häuser. Thema hatten wir ja gerade gehabt. Und am Freitag dann die Einzelhandelsumsätze bei den Briten, den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe bei uns in Deutschland und in den USA noch einmal Verkäufe neuer Häuser. Das ist das, worauf wir nächste Woche warten dürfen. Und das ist auch das, was ich an dieser Stelle heute auf der Agenda habe, beziehungsweise hatte. Von der Seite her weitere Fragen sehe ich nicht. Das heißt, mir bleibt jetzt einfach nur der Wunsch für einen entspannten und erfolgreichen Handelstag, einen guten Start ins Wochenende. Ich hoffe, die Erholung am Wochenende kommt nicht zu kurz. Und wir sehen uns nächste Woche Montag dann entsprechend wieder um 8.30 Uhr live. In der Besprechung der nächsten Handelsideen. Bis dahin allen einen guten Tag. Planen Sie den Trade, traden Sie den Plan und dann passt das. Bis dahin. Tschüss und danke fürs Zuschauen.